Football. O'Clock. He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, no! 2 seconds on the clock. Football. O'Clock. Es ist Zeit. Zeit für Football O'Clock und das Ganze mit einem Novum. Es ist nämlich Zeit für Win Today Football O'Clock. Der neue Namens- und Hauptsponsor des neuen American Football Podcasts. Und es hat gerade mal 3 Episoden mit Bernhard Zajkowicz gebraucht, um einen potenten Sponsor davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, dieses Produkt zu unterstützen. Bernhard, das ist ganz allein dein Verdienst. Freue mich sehr, dass da direkt nach dem Ende des Mandatory Minicamps der Arizona Cardinals jetzt ein klein wenig Zeit nimmst, um über Football zu plaudern und damit dann auch die Fans, nicht nur der Cardinals, sondern auch der NFL hochoffiziell in eine kurze Offseason zu entlassen. Immer wieder schön, dich in der Leitung zu haben, immer wieder schön, jetzt dann auch künftig bei Win Today Football O'Clock mit dir zu plaudern. Servus Martin, ich sitze auch schon wieder am ganz breiten Grinser da. Das ist schon eine ziemliche Adelung. Wir machen das Projekt noch nicht ganz so lange, sorgt aber für Furore. Du wirst sehr häufig gelobt für deine Insights, genau das, was sie auch versprochen hatten. Und wenn dann auf einmal auch die Werbewirtschaft ein klein wenig auf den Hype-Train aufspringt, das ist schon nicht verkehrt. Also du klopfst da bitte einmal auf beide Schultern, die hoffentlich nicht zu wehtun vom Mandatory Minicamp. And off we go. Wir beide, ist nicht nur mein Verdienst. Trotzdem bist du der Star und auch derjenige, der tatsächlich was zu erzählen hat. Ich versuche ja tatsächlich nur die richtigen Fragen zu stellen. Möchte aber ganz kurz auch auf diese Kooperation eingehen. Win Today für all diejenigen vielleicht auch im Ausland, die nicht in Österreich wohnen, ist tatsächlich ein staatlicher Wettanbieter. In Österreich ist Gambling schon ein klein wenig länger legal, als das zum Beispiel in Nordamerika der Fall ist. Und ein Mantra ist Win Today tatsächlich sehr, sehr wichtig, nämlich Fairplay, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Und da gibt's auch, und eigentlich macht man normalerweise für Konkurrenzprodukte vielleicht nicht ganz so viel Werbung, aber einen Podcast von Win Today, der sich dem Fairplay tatsächlich widmet, heißt Falsches Spiel, ist eine Serie, wo es um allerlei Wettspielaffären, Manipulationen und dergleichen geht. Und da merkt man dann schon, wie seriös dieser Anbieter ist, wie wichtig diesem Anbieter es tatsächlich auch ist, dass Spitzensport gefördert und unterstützt wird oder Spitzensportathleten wie in deinem Fall. Und das ist, und da kommt man nicht drum herum, wenn man sich mit der NFL beschäftigt, auch deswegen so wichtig, weil gerade die letzten Wochen und Monate immer wieder in der NFL publik geworden ist, dass es Interferenzen gab, so zwischen dem einen oder anderen Spieler und dem Glücksspiel beziehungsweise den Sportwetten. Da ist die NFL mittlerweile rigoros dahinter und da werden auch die Athletinnen beziehungsweise die Athleten und die Organisationsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesondert geschult. Auch du hast dieser Tage, wenn ich jetzt richtig informiert bin, erst recht wieder davon gehört, dass NFL-Spieler tunlichst alles zu unterlassen hätten, was mit dem Thema Gambling zu tun hat. Und das wird auch an dieser Stelle der Fall sein. Also werde ich nie zu irgendeiner Prognose zwingen und dergleichen. Das ist auch nicht im Sinne des neuen Sponsors. Aber Thema Gambling in der NFL aktuell größer denn je, Fragezeichen? Ja, ich glaube, das hast du eh ganz richtig gesagt. Also wir hatten jetzt vor ein paar Tagen, vielleicht war es gestern oder vorgestern, aber eben einen Vortrag von der NFL selber, sind ein paar Leute hergeflogen und haben mit uns eben über dieses Gambling-Thema geredet. Und so wie du gesagt hast, in Nordamerika ist es halt erst, also er hat gemeint, im Jahr 2018 war Nevada die einzige State, wo das legal war. Und jetzt eben die letzten Jahre ist es immer mehr und mehr populär geworden und seit letztem Jahr erst darf man das in Arizona legal. Und ja, es ist sehr strikt. Also ich glaube, letztes Jahr wurden 2 Spieler ja suspendiert oder weil sie während dem Training, also während der Trainings- oder Meetingszeit, während sie im Building waren,
wir Geotracker quasi dann verfolgt und ja, also dann suspendiert, weil sie halt auf einer Gambling-Website waren, obwohl sie nicht auf Football oder ähnliches gegambelt haben, sondern einfach nur eine Wette abgeschlossen haben, über was für einen Sport auch immer, das weiß ich nicht genau. Aber ja, die sind auf jeden Fall sehr dahinter. Bei den Coaches und Staff ist noch viel schlimmer, die dürfen generell nicht wetten. Das Einzige, was sie wetten dürfen, ist Hunderennen und Pferderennen. weiß nicht, warum sie das dürfen und das andere nicht, aber ja, die sind da recht strikt. Um es nochmal zu betonen, das wird es an dieser Stelle in dieser Art nicht geben. Uns freut es einfach immens, dass ein staatliches Unternehmen mit einem exzellenten Ruf und einer weißen Weste tatsächlich uns unterstützen will und dem auch der Spitzensport so am Herzen liegt. Insofern ist es großartig, dass wir nach so kurzer Zeit tatsächlich verkünden dürfen, dass das fortan jetzt Winter Day Football O'Clock sein wird. Für dich geht's in einen Mini-Urlaub. Wir haben schon kurz angesprochen, so frisch wird es wahrscheinlich nirgendwo Nachrichten aus dem Mandatory Minicamp geben, wie an dieser Stelle. Wir zeichnen dieses Gespräch an einem Donnerstag auf. Du kommst gerade vom Ende des Mandatory Minicamps der Arizona Cardinals, fliegst nach Hause und wirst dann auch in Wien bzw. Österreich die nächsten paar Wochen verbringen. Was steht denn alles auf der Agenda? Wie viel Urlaub wird es neben Training und Training-Camp-Vorbereitung im Leben des Bernhard Zajkowicz tatsächlich auch geben? Ja, jeder betitelt das immer so als Urlaub, aber eigentlich für mich persönlich ändert sich nicht viel, außer der Ort, wo ich trainiere. Und mir ist es, also verschiedene Spieler haben da verschiedene Ansätze, aber für mich ist es einfach sehr wichtig, in den Zeiten, wo ich nicht zwingend in Arizona sein muss, dass ich zu Hause bin und quasi halt die Freundschaften und die Familie und all das pflege, weil das mir einfach sehr viel zurückgibt. Und ich dann eben mit dieser gesammelten Energie dann mehr Gas geben kann, als ich sonst könnte. Oder so ist es zumindest in meinem Kopf, ob es wirklich so wäre, weiß ich nicht. Aber das ist so mein Plan. Aber ich versuche, ein gesundes Mittelmaß zu haben. Also das Training muss auf jeden Fall erledigt werden. Aber es ist immer auch genug Zeit. Und das ist auch der Grund, warum ich nach Hause komme, dass ich eben Familie und Freunde und so wieder sehe und ein bisschen Zeit verbringe. All die Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt in Folge 4 von Winter Day Football O'Clock schon verloren haben, das Prozedere sollte mittlerweile für die treuen Seelen unter euch altbekannt sein. Wir sprechen im Anschluss gleich über die Arizona Cardinals. Wir sprechen bei unserem Thema der Woche natürlich über das Mandatory Minicamp. Und wir sprechen dann am Ende auch über Fragen, die uns von Hörerinnen und Hörern erreicht haben. Wer zu den jeweiligen, nennen Sie es mal, Rubriken auch springen möchte, der kann das in den Shownotes dieses Podcasts tun, beziehungsweise auf YouTube einfach das Menü aufklappen und dann direkt dorthin klicken, wo es euch interessiert. Aber einer der wichtigsten Punkte, der folgt erst jetzt noch, denn ein Termin, ein Datum, das sich jeder und jede dick und fett im Kalender anstreichen sollte, ist der 7. Juli 2023, also doch in ein paar Wochen, denn du hostest dein erstes Football-Camp in Wien. Was passiert da genau? Voll. Ja, ich bin positiv überrascht auf jeden Fall. Also vorweg schon mal, wie viele Leute sich da jetzt schon angemeldet haben, obwohl ich das noch nicht so wirklich angepriesen habe. Ich habe es einmal gepostet und wir haben jetzt schon über 70 Anmeldungen. Also das ist richtig cool. Habe ich nicht damit gerechnet, um ehrlich zu sein, aber umso mehr Leute, umso mehr Spaß normalerweise. ja, was passiert beim Camp? Es ist mein erstes Camp, deshalb ich muss das auch ein bisschen herausfinden, wie man dann Competition und Spaß am besten zusammenmischen kann. Aber diese zwei Worte beschreiben hoffentlich dann im Nachhinein das Camp. Also ich will schon, dass die Leute was lernen und deshalb bin ich auch da, dass ich ihnen ein paar Sachen beibringen kann, die neu sind, die sie vielleicht noch nicht gehört haben, ein paar Ansätze. Aber ich will auch, dass sie Spaß haben und gegeneinander competen, schauen, wer besser ist und einfach Spaß am Sport selber haben. Also das war die ursprüngliche Idee, dass ich
den Spaß an Sportfootball, den ich verspüre, an Kinder, Jugendliche, ein paar Erwachsene haben sich auch schon angemeldet, also an wer auch immer kommt, den weiter zu geben und dabei nochmal jetzt hier vielleicht auf dieser Plattform, es ist ganz egal, ob man schon Football gespielt hat, Flag Football gespielt hat oder auch gar nicht, vielleicht seit 10 Jahren Fußball spielt, aber der Sport Football hat einen schon irgendwie immer interessiert und man schaut immer die NFL, aber man traut sich nicht zu einem Tryout von einem Verein zu gehen. Vielleicht ist das die perfekte Schnupperstunde für den einen oder anderen. Also das ist so die Idee, dass man einfach Spaß am Sport hat und trotzdem aber was lernen kann für die Leute, die aus dem Grund zum Camp kommen. Und es wird irgendwann auch einen Anmeldestopp bei diesem Camp geben, aber du hast, bevor wir die Aufzeichnung auch gestartet haben, gesagt, es wird in jedem Fall 2 reservierte Plätze für Hörerinnen und Hörer von Win Today Football O'Clock geben bei diesem Camp. Und so wie sich das anhört, egal ob die Person jetzt 5 oder 95 ist, Mann oder Frau aus Zürich, München, Wien, Ljubljana, Budapest kommt, völlig egal, alle können theoretisch dorthin kommen, richtig? So ist es. Also ganz am Anfang war das Kriterium, solange sie laufen können, passt. da wir jetzt doch schon einige mehr sind. Also ich finde es auf jeden Fall cool, dass sich sehr, sehr viele angemeldet haben. Das ist das Wichtigste. Aber jeder, der denkt, dass er Spaß an einem Footballcamp haben kann, der sollte auf jeden Fall sich anmelden. Heißt, 2 Plätze, die verlost werden. Und wir haben uns überlegt, wie machen wir es denn am gescheitesten, um die Leute zu motivieren, ein klein wenig auch was zu liefern. Wir würden tatsächlich gerne von euch hören und dort vor allem von euch lesen. 2 Plätze, die es zu gewinnen gibt für Bernhard Seikowitz. American Football Camp in Wien am 7.7. Und wir nehmen die 7 auch als Schlagzahl her, denn man muss eine Mail schicken an footballoclock101@gmail.com. Kleines Motivationsschreiben. Warum wollt gerade ihr zu diesem Camp? Und wir haben das jetzt auch so ausgelobt und uns ausgedacht. Die 7. E-Mail, die uns erreicht mit einem anständigen Motivationsschreiben und die 17. E-Mail, die gewinnen jeweils einen Platz. Also bitte in die Tasten hauen und euch entsprechend anmelden bzw. bewerben für dieses Camp. Das wird eine tolle Sache. Das findet in Wien statt, in der Ravelinstraße, das Trainingszentrum der Vienna Vikings. Von einem echten NFLer tatsächlich Dinge lernen, sich absehen und das Ganze im Spannungsfeld zwischen Spaß und Competition. Kann eigentlich nur gut werden. Freue mich persönlich sehr drauf, dann auch davon zu hören, davon zu lesen. Das wird eine coole Sache. Irgendwas, das du den potenziellen Camp-Besucherinnen und Besuchern noch mit auf den Weg geben möchtest, bevor wir starten? Bringt Spaß und Freude mit, Motivation, eine Trinkflasche, weil ich glaube, es wird ziemlich heiß sein dann. Aber nein. Kann man so stehen lassen und dementsprechend werden wir starten mit unserem ersten Themenblock und da geht schon gewohnt um die Arizona Cardinals. Die Arizona Cardinals. Das Team, in dessen Diensten du stehst, die Arizona Cardinals, die werden uns natürlich auch die komplette Saison über verfolgen. Das ist die letzte Folge von einer kurzen Sommerpause. Wir hoffen dann auch im Training Camp von dir zu hören. Noch wissen wir nicht, wie intensiv das Ganze unter einem neuen Regime und einem neuen Coaching Staff auch wird. Wir wissen aber, dass wir definitiv regelmäßig von dir in der Regular Season hören werden. Und das letzte Mal, Bernhard, dass wir von dir hören durften an dieser Stelle bei Winter Day Football O'Clock, das war, als du auch lang und breit über die OTAs gesprochen hast. DeAndre Hopkins war gerade erst released worden. Auch das war ein großes Thema. Was ist seither in deinem Leben, aber auch bei den Cardinals passiert? Wie muss man sich diesen Übergang von OTAs zum Mandatory Minicamp vorstellen? Ja, eigentlich, also der größte Unterschied ist, dass jeder da sein muss, außer er will die Fine zahlen. Die 30.000 pro Tag ist, glaube ich. Also das wollen die wenigsten natürlich tun.
sonst vom Training her, die Meetingstunden sind länger und das Training ist ein bisschen intensiver, weil es halt auch der Abschluss zu dem Ganzen ist und am Abschluss will man immer gut ausschauen und quasi die ganze Arbeit, die man reingesteckt hat, will man halt schauen, okay, wie viel haben sich die Spieler gemerkt, wie ist der Vergleich zum ersten Training, zum letzten Training und deshalb ist die Competition natürlich auch bisschen angespannt und ein bisschen größer. Aber es war trotzdem ohne Rüstung und so. Also es war immer noch ein OTA-Training in dem Sinne. Also ich glaube, der größte Unterschied ist einfach, dass die Tage länger sind und dass alle Leute da sind. Zum Beispiel Buda war auch da. Der hat zwar nicht mittrainiert, aber er war anwesend. Ich glaube, das sind so die zwei größten Sachen, dass die Tage länger sind und dass es halt ein bisschen mehr ein Level höher ist, quasi so von der Intensität. Welche Schritte werden auch von den Coaches gesetzt, um diese Intensität zu erhöhen? Wie muss man sich da dann auch die Drills entsprechend vorstellen? Sowas passiert eigentlich immer von selber. Also die Spieler verstehen auch ganz gut, dass das jetzt halt nicht mehr einfach nur ein OTA-Training ist, sondern dass halt jetzt ein bisschen mehr zählt und so. Also unsere Coaches haben jetzt nicht wirklich, ich meine, der eine oder andere Coach sagt dann vielleicht, ja, ihr wisst schon, wisst ihr, das ist jetzt das Letzte, bevor ihr in die Pause geht und das ist das, was wir uns anschauen werden vom Trainingscamp. Also solche Aussagen kommen natürlich, aber eigentlich ist das in jedem Spieler drinnen. Aber so die Drills selber bei uns zumindest haben sich jetzt nicht verändert. Also wir haben eigentlich genau dasselbe im Training gemacht wie die Wochen davor. Es war nur ein bisschen mehr an Reps, weil halt ein bisschen mehr Zeit war. Aber ja, sonst, also wir wurden nicht angestachelt, da jetzt extra hart reinzugehen oder so. Also es war immer noch ein OTA-Training und kein Trainingscamp-Training. Wir sind ja schon mittendrin in der Diskussion, was das Camp anbelangt. Das Abgelaufene sollten aber thematisch noch eher bei den Cardinals bleiben. Wird auch im Laufe dieser Folge immer wieder passieren, dass wir natürlich über das Camp reden, obwohl wir jetzt noch bei diesem Themenblock sehen, rein was die Struktur der Folge anbelangt, dann vielleicht den Puristen und Puristinnen dort draußen, muss ich sie um klein wenig Verzeihung bitten. Aber tatsächlich etwas, das vom letzten Mal noch so ein klein wenig übergeblieben ist und es kann sein, dass zur Erscheinung dieser Folge der neue Arbeitgeber von DeAndre Hopkins auch schon feststeht, dass beim letzten Mal ein ziemliches Loblied auf ihn angestimmt und was für ein Difference Maker er auch jenseits mittlerweile der 30 immer noch sein kann und auch sein wird für sein neues Team. Wie war aber generell dann so, nachdem das dann die Tage darauf ein klein wenig sickern konnte, wie war so der DeAndre Hopkins Fallout? Wie ist das auch so in der Organisation und auch bei dir und den Spielern wahrgenommen worden? Schulterzucken, Augen zu und durch, einfach weiter? Oder gab es da schon die eine oder andere Stimme, vielleicht auch in deinem Umfeld, die sich leise nicht kritisch geäußert hat, aber zumindest leise gedacht hat, schade, dass er nicht mehr hier ist? Nein, auf jeden Fall. Also normalerweise geht es immer recht schnell, dass dann damit abgeschlossen wird, aber es war auf jeden Fall, die Tage danach war so, also auf der einen Seite waren wir alle überrascht, dass es dann doch so schnell ging, bei so einem Kaliber an Spieler. Also das war eigentlich so das Hauptding, was die meisten sich Gedanken dazu gemacht haben, weil er halt einfach released worden ist. Aber so ist halt irgendwie die Liga auch. Deshalb, also überrascht ist keiner mehr mittlerweile so bei solchen Sachen. Aber weil es halt so ein guter Spieler war, war dann doch ein Gesprächsthema darüber und war schon arg, dass das jetzt so schnell ging und so, aber ein paar Tage später war dann auch wieder vorbei quasi. Also es war jetzt nicht so, dass wir wochenlang hinterher geredet haben oder so. Diese Gesprächsstoffe, worüber man vielleicht auch mal in der Mittagspause oder beim gemeinsamen Workout oder danach spricht, das ist natürlich auch etwas, das sehr, sehr viele Fans und natürlich auch die Berichterstatterinnen und Berichterstatter interessiert. Und gerade bei DeAndre Hopkins hast du natürlich auch perfekt schon gesagt, aus Organisationssicht wird das schon Sinn gemacht haben. Die Organisation muss jetzt diesen
Dead Cap Hit von weit über 20 Millionen dann auch schlucken für die kommende Saison. Aber dafür hat man 2024 diesbezüglich dann im Cap wieder sehr viel Spielraum, um zu manövrieren. Also das ist auch der Gedankengang dort dahinter. Aber weil wir bei diesen Gesprächsthemen und diesem Gesprächsstoff sind und so eine Thematik, die dann doch die Cardinals auch verfolgt hat, war, und das seinen Namen auch schon genannt, jene des Buda Bakers, der Star Safety, der angekündigt hatte oder der gerne Klarheit hätte, was seinen Status anbelangt, wo auch nicht klar war, ob er tatsächlich dann dem Mandatory Minicamp beiwohnen wird. Und der wichtigste Begriff hier ist Mandatory, nämlich verpflichtend. Der ist dann auch eingerückt, ohne bei den Workouts tatsächlich teilzunehmen, so viel mal vorweggenommen. Aber inwieweit rätselt man dann auch darüber, kommt Buda Baker, wird er erscheinen, was wird er tun? Lässt man sowas an sich heran? Wird da tatsächlich drüber diskutiert oder wird das quasi das andere Extrem totgeschwiegen? Na, also in der Situation zum Beispiel, ich habe es zumindest nicht mitbekommen, vielleicht andere Leute schon, aber ich hätte es jetzt nicht mitbekommen, weil das dann irgendwie so eine Entscheidung ist, die er ja für sich selber trifft, weil jeder weiß, was er für ein Spieler für dieses Team ist und die letzten Jahre war und jeder respektiert ihn und die einen oder anderen verstehen vielleicht auch seine Situation und sind auf seiner Seite. Deshalb, also da waren jetzt nicht so Gespräche drüber oder so. Es war einfach mehr so, es ist seine Entscheidung und wenn er findet, dass er in einer schlechten Situation ist, dann muss er halt auch irgendwie zeigen, dass er so fühlt. Ich glaube, 1% von der ganzen Liga, von den ganzen Spielern sind in einer Situation vertraglich, wo sie Druck ausüben können auf den Verein oder einen Hebel haben. Auch wenn der auch nicht so groß ist, aber sie haben einen Hebel und die anderen Spieler nicht. Deshalb der Großteil von der Mannschaft oder von den Spielern in der NFL respektieren solche Spieler dann eigentlich, weil sie diese Plattform nutzen, um quasi ihr Interesse durchzusetzen. Deshalb da war jetzt nicht wirklich Gespräch darüber. Ich war aber auch nicht überrascht, als er dann da war, weil so wie ich den Buda kennengelernt habe, ist er wirklich einer, der halt alles fürs Team gibt. Und ja, ich glaube, für ihn ist halt einfach nur die Frage, ob er sich committen will, weil er halt auch keine halben Sachen macht. So, deshalb entweder committet er sich da zu 100% und ist glücklich damit oder er will es halt nicht, glaube ich. So habe ich die Situation jetzt eingeschätzt. Deshalb, ich war nicht überrascht, dass er dann doch da war, obwohl er halt auch nichts gemacht hat, aber dass er da war. Aber ja, voll. Nein, also da war jetzt nicht so ein Talk. Diese Talks, und es passiert ja extrem viel. Die NFL und diese 365-Tage-Newsmaschine, die wird sich tatsächlich die nächsten Wochen ein klein wenig abkühlen, bevor sie dann zum Training Camp wieder voll an Fahrt aufnimmt. Aber Buda Baker ist ja nicht die einzige Personalie, die diskutiert worden ist. Stephon Diggs und was da jetzt in Buffalo passiert. Chris Jones, der als Star Defensive Tackle nicht bei den Kansas City Chiefs im Mandatory Minicamp war, die alle auf ihre eigene Arten und Weisen Gehaltsaufbesserungen oder bessere vertragliche Situationen auch einfordern. Dann aber auch das Bäumchen wechselt das Spiel mit DeAndre Hopkins. Wo könnte er hingehen? Dieser Tage ist der Trailer rausgekommen für die Netflix-Doku, die Mitte Juli launchen wird, wo Patrick Mahomes, Kirk Cousins und Marcus Mariota begleitet worden sind im vergangenen Jahr. Was sind so Themen im Lockerroom, worüber diskutieren NFL-Spieler? Sind es genau solche Sachen, was gerade aktuell abgeht, oder sind es andere Banalitäten? Gib uns da mal einen kleinen Mini-Einblick. Ja, klar, sicher, aber es ist jetzt nicht so, dass man nur über NFL-Sachen redet oder so, aber na klar, also keine Ahnung, wir haben drüber geredet, wer am Madden-Cover war und sagen halt manche Leute, ich hätte es dem anderen mehr gegönnt und so, aber es ist jetzt nicht so, dass wir nur über so
NFL-Headlines reden, logischerweise. Also ganz random Sachen, über die halt normale Menschen auch reden. Dann nehmen wir uns aber noch ein klein wenig mit, weil die OTAs und das Mandatory Minicamp, natürlich ist das anstrengend und natürlich sind die Tage anhand der Trainings und Workout-Sessions auch strukturiert. Aber wie kommst du in der Wüste zum kleinen wenig auf deine Freizeitkosten? Was passiert außerhalb der harten und auch täglichen Arbeit? Ist es klassisches US-Entertainment wie in der Mall abhängen oder hast du für dich irgendwie ein Hobby gefunden, das da auch in der Wüste Spaß bereitet? Ich weiß nicht, ich hatte in Österreich auch nicht so wirklich Hobbys. Also ich bin da, also habe ich noch nie so wirklich gehabt. Also ich tue nicht malen oder musizieren oder irgend sowas, aber hier ist es halt meistens so, dass wenn ich vom Training nach Hause komme, dass ich halt noch versuche, zu Hause anzurufen und eben, wie war euer Tag und diese Sachen, also die Zeit so zu nutzen. Und dann, sobald die Schlafenszeit hier in Österreich ist, dann bereite ich mich halt auf den nächsten Tag vor oder gehe noch irgendwas essen oder so. Also nichts Besonderes eigentlich. Ja, über die Wochenenden, da macht man dann hin und wieder was mit anderen Teamkollegen, aber auch nichts Besonderes, weil man sieht sich halt dann doch irgendwie jeden Tag und viele fahren, vor allem jetzt in den OTAs, viele fahren halt nach Hause und sind auch froh, wieder mal abschalten zu können und weg von dem Ganzen zu sein. Und ja, also da geht jetzt nicht so viel ab. Denn Training Camp und der ganze Grind auch einer langen Regular Season und dann hoffentlich auch der Playoffs, der kommt noch früh genug. Was in jedem Fall kommt, ist unser nächstes Segment, unsere nächste Rubrik. Wir widmen uns jetzt ganz tief dem Mandatory Minicamp, dem abgelaufenen der Arizona Cardinals. Das Thema der Woche. Wir zeichnen dieses Gespräch tatsächlich am Tag des Endes des Mandatory Minicamps auf. Und hab schon eingangs angesprochen, frischer geht's wahrscheinlich nicht, dass es News aus dem Cardinals Camp gibt. Möchte auf ein paar spezifische Fragen, die auch vorher aufgeworfen worden sind von den Berichterstatterinnen und Berichterstattern, aufgreifen. Aber wenn wir jetzt auf diese drei Tage schwitzen, trainieren, Plays einstudieren, Plays exekutieren, blicken, wie ist dieses Camp strukturiert? Also ich habe, wie ich vorher schon kurz gesagt habe, also es ist halt irgendwie so das Endziel von den ganzen OTAs. Also es ist noch Teil der OTAs irgendwie, aber irgendwie halt auch nicht, weil es ein bisschen anders ist. Aber das Ziel vom Minicamp ist, dass man halt das gesamte Gelernte, also als Offense jetzt, vor allem für uns als neu formierte Offense und neuen Koordinator und so, also alles, was wir über die letzten 9 Wochen gelernt haben, dass wir halt zeigen, okay, das haben wir gelernt und wir können das umsetzen oder halt das können wir noch nicht so gut umsetzen, dass die Coaches sich da halt Gedanken drüber machen können. So die Struktur von dem Ganzen selber ist einfach bisschen mehr weg von den OTAs und bisschen mehr hin zum Trainingscamp. Zwar noch nicht ganz so wie beim Trainingscamp, aber bisschen mehr, also mehr Stunden an Meetings, bisschen länger das Training und solche Sachen. Aber im Großen und Ganzen verändert sich eigentlich nicht viel. Also es ist eigentlich immer noch ein OTA-Tag, der halt statt bis 1 bis 4 oder 4:30 dauert. Aber ja, ich glaube, das Ziel von Minicamp ist einfach, dass man zeigen kann, was man gelernt hat. Und so haben sie es uns quasi auch verbalisiert. Und die Struktur ist aber noch sehr ähnlich. Den OTA ist einfach nur ein bisschen länger. Inwieweit hattest du das Gefühl, bei diesem Camp zeigen zu können, gezeigt zu haben, was du alles gelernt hast? Im ganzen OTA jetzt oder im Minicamp? Minicamp. Gut, also unser Minicamp war so strukturiert, dass wir vorgestern, also am Dienstag, also Montag hat man Physicals, also das ist wie beim echten Camp, also wenn man zum Trainingscamp kommt, hat man erstmal Physicals und dann am nächsten Tag ist erst der erste Camptag quasi
Also wir hatten Physicals und dann hatten wir einen Low Day, nennen sie das. Also das haben sie jetzt eingeführt hier bei uns. Also wir haben Low und High Days. Und an den Low Days ist mehr so viele Plays, aber dafür joggen wir nur mehr oder weniger. Also es ist weniger competitive physisch, aber mehr competitive mental. Ja, also den hatten wir am Dienstag und dann Mittwoch war eigentlich der Tag, wo man halt wirklich zeigen konnte, was man drauf hat und was nicht, und das ist gut gelaufen. Ich habe ein paar gute Blocks gehabt und auch einen oder anderen nicen Catch. Einen tiefen hatte ich, der war ganz nice. Sowas freut mich immer, weil halt so Catches stechen halt dann doch immer ein bisschen mehr raus, vor allem außerhalb von den Coaches, weil man darf nicht vergessen, dass sich nicht nur die Coaches das ganze Tape anschauen, sondern halt auch das ganze Front Office. Und da sticht halt so ein Catch mehr raus, weil ob der jetzt weiß, ob ich den Block genauso gesetzt habe, wie der Coach das von mir verlangt hat oder nicht, weiß ich nicht. Aber ein Catch ist ein Catch und ein tiefer Catch ist ein tiefer Catch. Deshalb, das war ganz cool. Der Mittwoch als mutmaßlich wichtigster Tag dieses Camps, wie ist der genau aufgebaut? Also wann geht's in die Facility? Wie lange dauert die Besprechung? Wie sehen dann diese Drills aus? Ist das 11 gegen 11? Einmal alle Units, First Team, Second Team, Third Team, fällt rauf und runter. Wie sieht das genau aus? Also die Struktur vom Tag selber, um 8 hatten wir das erste Meeting, Special Teams und dann halt Team Meeting, wo er immer generelle Sachen bespricht, irgendwelche End-of-Game-Strategien oder Sachen, die wir uns durch den Kopf gehen lassen sollten. Und dann noch das Training von gestern so kurz anschneidet und dann splitten wir immer Offense, Defense und gehen das Install für den Tag durch und Reminder und diese ganze Sache, und dann splitten wir nochmal in die Positionsgruppen, wo wir dann nochmal das Skript durchgehen, dass wir eben genau wissen, was wir alle machen müssen, bei welchem Play, und ja, und dann nach dem Training eben ein Lift und dann nochmal Meetings bis zum Ende quasi. Ja, also das ist der strukturelle Aufbau, und das Training selber, umso länger die OTAs gegangen sind, umso mehr haben wir eben 11 gegen 11 und diese Sachen gemacht, und umso mehr haben wir statt, also normalerweise ist es so, dass man beim Training immer kriegt ein Skript halt von den Plays. Okay, erstes Play wird das sein, der und der wird drinnen sein, 10. Play wird das und das sein, der und der wird drinnen sein, dass man quasi, also rein theoretisch könnte man jedes Play auswendig lernen und man weiß es dann eigentlich nicht gar nicht so wirklich, aber man weiß es trotzdem, weil man es halt auswendig gelernt hat. Und umso länger die OTAs gegangen sind und jetzt im Minicamp, war es eigentlich nur noch so, dass wir Call It Periods hatten, heißt es. Also das waren dieselben Settings, also 11 gegen 11, keine Ahnung, Third Down oder 11 gegen 11 in der Red Zone, also so verschiedene Situationen, aber eben Call It, was bedeutet, wir hatten kein Script, sondern der Offensive Coordinator und der Defensive Coordinator müssen der Situation entsprechend ein Play callen, wo sie denken, das ist das beste Play, was ich jetzt callen könnte, und das wird gecallt, und das ist für uns Spieler challenging, weil wir halt einfach on the spot wissen müssen, okay, das ist das Play, das habe ich, dort und dorthin muss ich laufen, und für den Coordinator ist es auch challenging, weil er halt auch on top sein muss und sagen muss, okay, wir haben 3rd and 12, auf unserer eigenen 30, das ist jetzt gerade mein Call, den ich callen will. Und ja, deshalb finde ich ganz gut, dass das so gemacht wird, weil dann lernen sowohl die Coaches als auch die Spieler Situationen, glaube ich, besser, weil man halt dann ständig drüber nachdenkt, so, war das jetzt die richtige Entscheidung in der Situation oder nicht? Und es geht eben both ways. Normalerweise ist es immer so, okay, die Coaches überlegen sich das eben schon im Vorhinein und wissen genau, okay, da wird jetzt 3rd and 12 kommen und da call ich dann das. Aber so ist es halt, dass das für uns beide, also für den Coach und für den Spieler, eine Überraschung unter Anführungszeichen ist. Und ja, halt spontan entschieden werden muss. Natürlich hat der Coach nicht wie beim Spieltag ein 100-Play-Sheet vor sich, wie man immer sieht, auf der Sideline diese riesigen Papierzetteln, sondern
eine etwas geringere Anzahl von Plays, aber trotzdem für jede Situation bestimmte Plays. Und also das fand ich sehr cool auf jeden Fall. Und es war so gesehen dann auch der erste wirkliche Face-Off zwischen dem neuen Offensive Coordinator mit Drew Petzing und dem neuen Defensive Coordinator mit Nick Rallis, das Ganze im neuen Coaching-Staff unter Jonathan Gannon und natürlich auch mit einer durchaus rundum erneuerten Mannschaft der Arizona Cardinals, die Roster um diese Jahreszeit natürlich nicht vergleichbar mit dem, was dann am Ende am 53-Mann-Active-Roster und dann auch auf der Practice-Squad sein wird. Einfach nur, wenn wir auf die Quarterbacks blicken, 5 Quarterbacks aktuell Teil der Arizona Cardinals. Im Tight End Room sind tatsächlich 7 mit drinnen. Diese Positionsgruppen ähneln sich auch deswegen, weil der wahrscheinlich jeweils prominenteste Vertreter nicht aktiv teilnehmen konnte. Kyler Murray, der sich von einer Knieverletzung, Kreuzbandriss auskuriert, wo noch ein klein wenig in der Schwebe ist, wann er dann auch wieder einsatzfähig sein wird. Zach Ertz, der ebenfalls nicht teilnehmen konnte. Aber trotzdem auch für Fans die spannende Frage, inwieweit wird das schon mit der oder den First-Team-Units, Second-Team-Units, Third-Team-Units trainiert und agiert? Wird im Mandatory Minicamp noch wild durchgemischt und alle spielen mal miteinander oder werden ins kalte Wasser geworfen oder wird das schon auch so strukturiert agiert, wie es dann vor allem auch in der Saison sein wird, dass ein Kyler Murray, wenn er fit ist, natürlich die First-Team-Offense anführt, dass ein Colt McCoy dann natürlich die Second-Team-Offense anführt und so weiter. Wie war das jetzt im Camp? Nein, doch, also das ist schon, also sie versuchen die Gruppen dann schon so zu machen, wie sie auch wirklich denken, dass es ist, also die der Starting-Left-Tackle wird nicht mit dem dritten Running Back oder so. Also wir hatten 3 Gruppen eben und wie sie es bei uns gemacht haben, fand ich eigentlich auch ganz gut. Also sie haben die Quarterbacks rotiert. Also es war nicht immer der erste Quarterback mit der ersten Gruppe, sondern manchmal war der mit der zweiten und der dritte war mit der ersten. Also sie haben die Quarterbacks durchrotiert und die anderen Gruppen waren eigentlich immer recht gleich. Also bei uns Titans war es zum Beispiel so, dass wir Leute hatten, die waren nur mit den ersten. Dann ich zum Beispiel, ich war mit den ersten und den zweiten und dann hatten wir Leute, die waren nur mit den dritten. Also und da war eigentlich auch recht wenig Bewegung. Also ich war am Anfang war ich schon ein bisschen mit den ersten und mit den zweiten und gegen Ende war ich auch mit den ersten und zweiten. Also da war relativ wenig Bewegung eigentlich im Depth-Chart jetzt so. Aber die Quarterbacks wurden durchrotiert, was glaube ich auch ganz gut ist, weil im Endeffekt kommt es auf den Quarterback drauf an und wenn ein Receiver oder ein Tight End immer einen bestimmten Quarterback hat, dann könnte halt sein, dass die Chemie da halt einfach irgendwie nicht stimmt oder so und deshalb passt eh, dass man mal den und mal den und dass auch die Quarterbacks lernen, mit jedem zu werfen irgendwie, weil man wahrscheinlich jetzt noch nicht so wirklich sagen kann, okay, der ist fix. Natürlich weiß man, dass Kyler der Starter sein wird, sobald er fit sein wird. Aber ich glaube, hinten raus ist es noch ein bisschen unklarer. Und das sind dann auch diese ganzen Camp-Battles, die dann in einem Monat, eineinhalb, dann auf eine Lösung bzw. Entscheidung warten. Was spannend ist, bis auf Clayton Tune, der Rookie-QB, der im vergangenen Draft in Runde 5 geholt worden ist von den Cardinals, sind mit Colt McCoy, Jeff Driscoll und David Blau durchwegs QBs im Quarterback-Room, die alle auch schon tatsächlich auf Active-Rostern waren und auch tatsächlich schon Pässe in der NFL in Regular-Season-Spielen geworfen hatten. Und diese Chemie, die du angesprochen hast, ist total spannend. Auch wie schnell man die entwickelt. Mit welchem Quarterback hattest du das Gefühl, die beste Chemie zu haben? Wo hat es vielleicht dann aus welchen Gründen auch immer am besten funktioniert? War das austauschbar oder gibt es da an Favoriten? Du darfst sie natürlich auch diplomatisch aus der Affäre ziehen und sagen, alle sind super, aber wie entwickelt sich Chemie und wie manifestiert sich das dann auch? Also ich glaube, es gibt natürlich den Teil am Feld, so wenn der Quarterback weiß, okay, der weiß, was er tut und ich weiß, wenn der seinen, keine Ahnung, 10 Yard out läuft, dann läuft der den so. Und ich fühle mich sicher, den Ball mit Timing zu werfen und ich weiß genau, wie der eben die Route läuft und ich baller den Ball da jetzt einfach hin und weiß, dass der dort sein wird, wenn der Ball ankommt.
Das spielt auf jeden Fall mit. Und das zweite wahrscheinlich so eine subjektive Sache eher oder so eine unterbewusste Sache für einen Quarterback ist halt eben, wenn du dich off the field auch irgendwie ganz gut mit dem verstehst, vielleicht kommt dann der eine oder andere Ball mehr in deine Richtung. Ja, das ist so eine Sache, wo wir auch immer Witze drüber machen. Zum Beispiel, wenn wir komplett offen sind irgendwo, dann sagt der Coach immer erst, du musst den mal, keine Ahnung, zum Café oder ins Kino oder irgendwas einladen, ein bisschen Zeit mit dem verbringen, dass der Ball da auch hinkommt. Aber nein, also ich glaube, die meisten Bälle, oder das ist jetzt zumindest so in meinen Kopf geschossen, als du die Frage gefragt hast, habe ich, glaube ich, vom Clayton, also der, glaube ich, gerne und oft zu mir geworfen. Aber vielleicht sage ich das auch nur, weil der den langen Ball da jetzt, von dem ich gesprochen habe, am Mittwoch zu mir geworfen hat und deshalb in meiner Erinnerung ist. Aber sonst generell, also für einen Receiver ist jetzt eigentlich egal, so, weil der Ball kommt so oder so. Oder wenn er nicht kommt, dann kommt er eh nicht. Aber wenn er kommt, dann ist bei einem NFL-Quarterback eigentlich der Unterschied meistens sehr gering, wie der Ball daherkommt. Und meistens passt er eigentlich so, wo er hinkört. Also so wurftechnisch ist wenig Abfall eigentlich bei NFL-Quarterbacks. Es ist dann eigentlich immer nur das Decision-Making, also wo wirft er den Ball hin und welchen Read macht er, aber das betrifft einen Receiver ja jetzt nicht wirklich so. Lass uns bei den Receivern bleiben. Ich habe versucht, dieser Tage sehr viel auch bei den Beatwritern der Cardinals so zwischen den Zeilen zu lesen, wer vielleicht überzeugen konnte, wer aufgefallen ist und dergleichen. Und ein Name, der immer wieder gefallen ist, ist Rookie Receiver Michael Wilson. Da hieß es, das ist jemand, auf den man Acht geben wird müssen. Der kann während der Saison ausbrechen. Jetzt schon jemand, der mehrfach Talentproben abgeliefert hat. Wie wirst du Michael Wilson in den OTAs und vielleicht auch im Camp miterlebt? Also Spieler ist er auf jeden Fall ein guter. Also ich glaube auf jeden Fall, also Talent hat er Unmengen. Er ist ein großer Spieler, von denen wir eigentlich nicht so viele haben hier bei den Cardinals, weil wir eigentlich immer so diese kleineren, shiftigeren Typen geholt haben. Aber er ist groß, aber trotzdem sehr, sehr explosiv und sehr, sehr schnell. Seine Hände waren gut und er ist auch ein schlauer Typ. Deshalb ja, ich meine, ich glaube, wir haben ganz am Anfang in der ersten oder zweiten Folge schon recht viel über das geredet und so wirklich getestet werden die dann halt entweder in der Season oder im Trainingscamp. Deshalb jetzt die OTAs, das ist immer noch so ein bisschen mit Samthandschuhen und so, also ein kontrolliertes, eine kontrollierte Umgebung, wo man auch schnell mal mit irgendwelchen Sachen rausstechen kann. Also zum Beispiel, wenn wir für einen tiefen Ball gehen, dann wird den DBs gesagt, wenn du den Ball klar fangen kannst, bitte fang ihn um alles in der Welt. Aber wenn nicht und wenn es ein Contested Catch wäre, wo ihr vielleicht beide auf den Boden geht und der eine sich vielleicht den Knöchel rollt oder ein Bein bricht im schlimmsten Fall oder was, dann lass es. Dann lass lieber den Receiver den Ball fangen und wir spielen das nächste Play und wir lernen daraus. Deshalb so, ob er Contested Catches machen kann, weiß noch keiner. Und wie er mit dem Ball ist, wenn er getackelt wird, wissen wir halt auch noch nicht. Aber das, was er gezeigt hat, war auf jeden Fall beeindruckend. Also ich glaube, der hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Talent und ja, liegt halt jetzt an ihm, was er draus macht. Ist auch ein spannendes Receiving Core in der Zusammenstellung mit seinen 1,88, sticht Michael Wilson da größentechnisch sicher hervor, wird aber natürlich von dir und vielen anderen Titans entsprechend überragt. Eine weitere Personalie, der viel Berichterstattung auch gewidmet worden ist, ist Isaiah Simmons. Wenn man sich das aktuelle Depth-Chart der Arizona Cardinals ansieht, dann ist der First-Round-Pick aus dem 2020er Draft einer von zwei aufeinanderfolgenden gepickten Linebackern in der ersten Runde und das per se ja schon mal eine Seltenheit. Aktuell als Nickelback gelistet, beziehungsweise in jedem Fall als Defensive Back. Aber auch ein paar Statements von ihm gesehen zu seiner neuen Rolle und dass da jetzt unter Nick Rallis versucht wird für ihn und war immer schon Hybridspieler, trotzdem eine feste Heimat zu finden. Wie hast du seinen Switch bisher miterlebt, wie hast du das auch gesehen? Inwieweit gibt es da vielleicht auch
auch Growing Pains bei ihm, die man beobachten kann? Ja, das ist halt das Schwere, weil er hat halt im College eben alles gespielt eigentlich. Also er war Linebacker, die haben ihn auf der Edge rushen lassen, er war tiefer Safety, Post-Safety, also hat da alles gemacht, und dass er dann in der NFL nicht sofort auch alles machen kann, ist klar, weil halt das Playbook einfach tiefer ist und man mit mehr Sachen attackiert wird, und dass er da erst reinwachsen musste, war klar. Für mich persönlich war immer schon irgendwie ein bisschen klar, dass er mehr ins Backfield gehört. Natürlich mit seinem Speed kann er auch super Linebacker spielen und die Tackles machen. Aber ich glaube, er ist am gefährlichsten, wenn er seinen Speed verwenden kann, und das kann er natürlich besser im Open Field, beziehungsweise wenn er eben bei den DBs ist, weil er sich ein bisschen schwerer tut, an der Line of Scrimmage Blocks anzunehmen, und eben dieses tough-nosed Football, das ist, glaube ich, nicht so ganz so seins, aber in der NFL kommt es halt immer darauf an, dass man seine Stärken ausspielen kann als Spieler, und das ist in seinem Fall, glaube ich, seine athletischen Fähigkeiten, und ich glaube, das kann auf jeden Fall besser hinten in der Defense. Wir haben schon oft darüber gesprochen, und du kennst dieselbe alte Leier, die Cardinals heißer Favorit für den First Overall Draft Pick 2024 und Talent Depleted Roster und dergleichen, aber trotzdem, wenn man sich die Secondary ansieht und das auch runterbricht in der Hoffnung, dass Buda Baker sich dann auch langfristig für die Cardinals entscheidet, mit Baker, Thompson, Marco Wilson, Isaiah Simmons, das ist schon sehr, sehr vorzeigbar, und da ist auch verdammt viel Athletik in der Secondary vorhanden. Auch das wird spannend sein, wie sich Isaiah Simmons dann weiterhin schlägt. Eine der Geschichten, die ja dann auch dich als Tight End, gerade wenn es gegen die Defense geht, im Camp fordert und die auch im Vorfeld besprochen worden ist und für Rätselraten gesorgt hat, ist, welche Art von Defense Gannon und Rallis versuchen zu implementieren. Von der mehrheitlichen 3-4 hieß es, geht es jetzt auf eine 4-3. Dann gab es wieder Stimmen, die sagen, nee, abwarten. Die Cardinals werden ein sehr hybrides System spielen. Was war denn mehrheitlich jetzt dieser Tage im Mandatory Minicamp zu sehen? Mehr 4-3 Fronts, gegen die du agieren musstest, 3-4? Oder war es tatsächlich so klassischer Change-Up, du hast nie gewusst, was kommt? Von Tag zu Tag gab es natürlich immer Emphasis Points. Also das hat man dann schon gemerkt, okay, heute machen sie das oder heute machen sie eben das andere. Aber ich glaube, dass das Goal, also zum Beispiel jetzt auch im Minicamp, da war wirklich, da hat alles da sein können. Und ich glaube, das ist auch ihr Plan. Und ich glaube, das ist auch nicht blöd, weil du hast Leute wie Isaiah Simmons, den du eigentlich sehr variabel einsetzen kannst, Leute wie den Saven Collins, der jetzt immer wieder mal in den News war oder in den Medien war, weil er Pass-Rush-Moves macht, den du an der Line verwenden kannst, als Linebacker verwenden kannst. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schlau, dass man sein Talent so verwendet. Und das ist auch ein großer Emphasis-Point, den der JG immer wieder vorgebracht hat, dass sein Job als Coach einfach ist, das Talent, mit dem er arbeiten kann, durch seinen Scheme nicht zurückhält, logischerweise, sondern die positiven Sachen, die die Spieler mitbringen, bestmöglich herausheben will und halt versucht, das zu tun, um halt Spiele zu gewinnen. Und die Philosophie, denke ich, spürt man dann eben auch. Und um deine Frage zu beantworten, ich glaube, der Plan ist, ganz, ganz viel zu zeigen und darauf noch on top. Ich glaube, sie werden versuchen, ganz, ganz viel zu zeigen, aber dann das Gegenteil zu spielen. Also disguisen nennt man das. Also wenn man halt was zeigt, aber dann das Gegenteil oder auch nicht das Gegenteil macht. Also so ein bisschen unpredictable zu sein. Und ich glaube, das ist auch sich ultra gut als Defense, weil als Offense hat man so oder so schon den Vorteil, dass man das Play weiß, bevor der Snap losgeht. Die Defense weiß natürlich auch, was sie spielen wird, aber sie weiß nicht, was die Offense spielen wird. Aber wenn man es schafft, dass die Offense im Kopf drinnen ist und nicht ganz genau weiß, was die Defense jetzt machen will, dann erarbeitet man sich diesen Vorteil so ein bisschen zurück, denke ich, als Defense. Aber vor so Leuten wie
Isaiah Simmons und auch Zaven Collins, der per se auch als Linebacker gedraftet worden ist und mehr in Richtung Edge Rusher dann gehen wird, höchsten Respekt, weil diese Position Changes ja nicht irgendwie auf dem höchsten Niveau so etwas ist, wo man sagt, ja gut, ich spiele jetzt halt Edge Rusher als in Anführungszeichen gelernter Linebacker. Du selbst kannst ja auch ein Liedchen davon singen, hast Quarterback gespielt, Wide Receiver, bis jetzt Tight End. Und das passiert ja nicht einfach nur so auf Knopfdruck, aber trotzdem kannst du vielleicht auch ein klein wenig Insights geben, was es denn heißt, auf eine völlig neue Position zu wechseln, worauf es vielleicht auch ankommt, was hilfreich sein kann, um einen Positionswechsel auch erfolgreich zu überstehen? Also ich glaube, solange man auf derselben Seite vom Ball bleibt, hilft einem auf jeden Fall, egal welche Position man davor gespielt hat. Also man kann auf jeden Fall, außer man wechselt von Running Back zu O-Line oder solche Sachen, aber wenn man jetzt zum Beispiel von O-Line zu Tight End oder von Tight End zu O-Line oder Receiver zu Tight End solche Sachen redet, dann kann man auf jeden Fall von der vorherigen Position, in meiner Erfahrung zumindest, Sachen mitnehmen, die man auf die neue Position übertragen kann und wo man dann herausstechen kann, weil man es ein bisschen besser kann als die Leute, die die Position schon immer gespielt haben. Für mich als Thailand jetzt zum Beispiel eben, ich habe halt irgendwie ein besseres Gefühl, meiner Meinung nach ein ganz gutes Gefühl für, wo halt Löcher in Zonen sind und ich kann den Ball gut fangen, weil ich halt als Receiver gespielt habe davor. Und als Receiver hat mir geholfen, dass ich verstanden habe, wie die Coverages funktionieren und was ich halt eben als Quarterback gelernt habe und konnte halt oft im Vorhinein schon recht gut einschätzen, ob der Ball jetzt zu mir kommt, rein theoretisch oder nicht, weil ich halt dieselben Gedanken gemacht in meinem Kopf hatte wie der Quarterback. Tipps. Ja, ich weiß, also man muss halt flexibel sein und offen im Kopf bleiben. Es ist auf jeden Fall eine super, super Möglichkeit als Spieler, wenn man sich darauf einlässt. Weil man neue Sachen lernen kann, was immer sehr motiviert. Also für mich war das sehr motivierend, weil man wieder irgendwie wie ein kleines Kind am Lernen ist, also so wissbegierig und alles neu und man lernt jeden Tag dazu und es fühlt sich irgendwie ganz gut an, weil man immer einen Schritt nach dem anderen macht und halt spürt, wie man besser wird. Aber ja, ich glaube, solange man open-minded bleibt und nicht sagt, das habe ich aber anders gelernt oder ich glaube, das ist nicht so, funktioniert das ganz gut. Ich glaube halt, umso älter man wird, umso schwerer wird es, weil man halt dann schon einen bestimmten Blickwinkel von Sachen in Football hat und man muss sich aber irgendwie in diese Situation hineinversetzen, dass man gerade erst mit Football begonnen hat, weil zum Beispiel in meiner Situation jetzt, ich habe schon sehr lang Football gespielt, aber dann in der NFL habe ich erst so richtig Tight End spielen gelernt oder das erste Mal Tight End gecoacht bekommen. Und dann hätte ich auch nicht da sitzen können, ich glaube nicht, dass ich das so am besten block, oder muss man halt einfach durch diese Lernphase durchgehen. Aber ich glaube, wenn man offen dafür ist, dann sollte so ein Positionswechsel nicht wirklich ein Problem sein. Es könnte nur ein Problem sein, zum Beispiel, wenn man von Tiden zu O-Line geht und der Mindset dann einfach nicht stimmt. Also wenn man als O-Liner braucht man halt einfach einen anderen Mindset als Receiver oder DB oder Linebacker oder was auch immer. Und wenn man einfach diesen Mindset nicht hat, das könnte ich mir sehr schwer zum Lernen vorstellen, weil Mindsets lernen geht wahrscheinlich nicht so. Man ist halt einfach so oder nicht. Weil den Körper kann man immer dorthin bringen. Man kann mehr essen oder was auch immer. Aber ja, der Mindset muss halt stimmen für diese Position. Ich möchte nur nochmal festhalten, von dir dürfen zwei Auserwählte an dieser Stelle und hoffentlich viele, viele andere Menschen bei deinem Footballcamp in Wien am 7. Juli Football lernen, Football hören und
könnte jetzt schon mir die nächsten Stunden freimachen, um nichts anderes zu tun, als mit dir weiterhin zu plaudern und weiterhin von dir über Football zu hören. Leider Gottes ist der Platz hier limitiert, beim Camp auch. Aber es gibt 2 Tickets zu gewinnen für all diejenigen, die vielleicht mit diesem Segment eingestiegen sind bei Winter Day Football O'Clock. Einfach in den ersten Teil springen und darüber lernen, wie man denn diese beiden Tickets für Bernhard Zajkowicz Football Camp gewinnen kann. Eine letzte Frage noch zu diesem Themenkomplex, und das führt mich zu etwas, das ich vor ein paar Jahren gesehen habe. Ich glaube, dass es statistisch als NFL-Profi am wahrscheinlichsten ist, Legal Troubles zu bekommen zwischen Minicamp und Trainingcamp. Klar, viele junge Millionäre gehen auf einmal wieder dorthin, wo sie vielleicht aufgewachsen sind, vielleicht auch in das eine oder andere schwierige Umfeld, wo dann vielleicht auch der eine oder andere Jugendfreund vielleicht darauf aus ist, nicht unbedingt nur für positive Schlagzeilen zu sorgen oder dergleichen. Es gibt Run-ins, es gibt DUIs, es gibt viele Dinge, die dann auch für Schlagzeilen negativer Natur sorgen. Insofern habe ich immer die Frage gestellt, wie entsendet ein Coaching-Staff, eine Organisation, Spieler denn in diese, nennen Sie es mal Mini-Off-Season oder wahrscheinlich den intensivsten Teil der Offseason? Gab es da am Ende des Mandatory Minicamps eine spezielle Ansprache, so irgendwie, schaut's bitte drauf, dass niemand irgendwie Blödsinn macht? Oder ist das eh unausgesprochenes Gesetz? Wie war das? Nein, also generell in der NFL versuchen sie eigentlich möglichst wenig Raum für Fehler zu lassen, also oder den Spielern etwas selber zu überlassen und zu sagen, ah, der wird schon dran denken. Also wir hatten jetzt, glaube ich, 3 Meetings oder so dazu, wo wir halt Vorträge hatten bezüglich Ernährung und Trainingsplanung, und wir wurden auch befragt quasi einzeln, wo wir denn jetzt unsere Offseason machen und wo wir trainieren. Also und wir könnten uns auch beim Verein melden, wenn wir irgendwelche Hilfen brauchen bezüglich Physiotherapie oder irgendwelche Sachen, die wir auch nur irgendwie brauchen könnten in unserer Offseason. Also darüber würde auf jeden Fall gesprochen. Natürlich, im Endeffekt ist es dann immer einem selber zu überlassen, weil der Coach kann nicht mit nach Österreich oder mit nach Michigan oder wo auch immer hin fliegen und einen an der Hand halten, und im Endeffekt sind wir auch alle Erwachsene und sollten das auch irgendwie hinbekommen. aber ja, das ist auch irgendwie Teil vom Ausleseprogramm der NFL, denke ich, im Endeffekt. Also manche Leute, die sind halt einfach professionell und wissen, worauf sie ankommt und was sie für eine Chance haben, und verhalten sich auch dementsprechend und nehmen das ernst und wissen, okay, das ist meine Arbeit, und die Arbeit, die ich jetzt reinstecke, die wird dann beim Trainingscamp rausschauen, und ich werde jetzt besser, anstatt dass ich zu Hause zeige, was für ein cooler Typ ich jetzt bin. Deshalb, ja, es ist zum großen Teil jedem selber überlassen. Aber sie haben natürlich auch versucht, uns zu educaten, und aber es sind eh alles so selbst erklärende Sachen, deshalb, ja, sollte eigentlich jeder wissen, aber ja, haben wir trotzdem besprochen. Perfekter verbaler Schlusspunkt, bevor es dann als nächstes für alle Arizona Cardinals Spieler ins Training Camp Ende Juli geht. Uns bleibt vor dem Gang in eine kurze Winter Day Football O'Clock Offseason noch eine Rubrik, die wahrscheinlich mittlerweile beliebteste, nämlich Questions and Answers. Wir beantworten eure Fragen. Questions and Answers. Wie immer gibt's an dieser Stelle bei Winter Day Football O'Clock Fragen der Hörerinnen, Hörerschaft, der Userschaft, und da freut es mich außerordentlich, dass sich die German Bird Gang gemeldet hat. Das ist der populärste Arizona Cardinals Fanclub im deutschsprachigen Raum. Sehr, sehr engagiert, sehr, sehr cool, was da auch binnen weniger Jahre entsprechend aufgestellt worden ist und wie Mann und Frau stark der Fanclub mittlerweile ist für alle Cardinals Interessierten. Einfach auch dort mal auf den Social Media Kanälen vorbeischauen. Da passiert sehr, sehr viel. Eigene Podcasts, News, Fanreisen und dergleichen. Und die German Bird Gang hat sich an dich gewandt, Bernhard, und fragt, was ist denn der größte Unterschied vom alten zum neuen Trainerteam? Und wie siehst du
deine Chancen bei diesem Team? Der größte Unterschied. Also ich glaube so von footballtechnisch her wäre das jetzt schwer. Also natürlich Scheme ist anders und wie Sachen beigebracht werden ist anders, aber ich glaube, das wäre jetzt schwer, das auf den Punkt zu kriegen und zu sagen, okay, das ist der entscheidende Unterschied, weil im Endeffekt alles Football ist und ist jetzt nicht so unterschiedlich. Was für mich am meisten heraussticht, ist, wie mit uns Spielern und als ganzes Team umgegangen wird. Also es ist sehr viel Emphasis drauf, dass wir als Team zusammenkommen und es wird viel mehr educated drum, was so, also was halt wichtig ist, um als Team zu gewinnen in dieser Liga. Und die Jahre davor war es mehr so, okay, wir wissen, wir haben gute Spieler, wir wollen denen den Ball geben oder wir wollen die herausstechen lassen, wie auch immer. Aber es wurde weniger rundherum gecoacht. Also ich glaube, das Coaching rund um Football ist jetzt viel detailreicher. Ich glaube, das ist der größte Unterschied. Und bezüglich Chancen, das ist immer eine schwere Frage für mich selber, weil natürlich kriegt man nicht, keine Ahnung, einen täglichen Report, wie hoch man jetzt auf der Depth Chart ist oder so. Aber ich persönlich finde, ich hatte ein sehr gutes OTA, ein gutes Minicamp, und bin ready fürs Trainingscamp. Ich weiß natürlich, dass es erst im Trainingscamp dann so richtig um die Positions geht und diese Sachen, und natürlich wird da noch ein bisschen Glück und so dazugehören, aber ich glaube, ich habe mich in eine gute Position gebracht, um im Trainingscamp rauszustechen und zu zeigen, was ich kann und dass ich wichtig bin für das Team. Und ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass es einen Platz in diesem Team für mich gibt. Und ja, wir sind alle gespannt. Also ich bin genauso gespannt wie ihr, aber ich glaube, ich bin in einer guten Situation. Die Frage von Erwig als nächstes schlägt natürlich auch in diese Kerbe, und der hat das im wunderbaren Österreichisch auch formuliert, nämlich geradeaus, also direkt damit konfrontiert. Wie sehr geht Bernhard der Reis, dass es jetzt Jahr 3 ist und nicht mehr Jahr 1? Kann man jetzt positiv oder negativ sehen, dass es schon Jahr 3 ist oder doch erst Jahr 3? Wie siehst du es? Ich sehe es eher positiv. Also wenn ich die Frage höre, dann erinnere ich mich natürlich sofort zurück in Jahr 1, und da ist alles drüber und drunter gegangen in meinem Kopf. Es waren so viele außersportliche Sachen, die zu erledigen waren, und ich musste mich zurechtfinden im neuen Land und diese ganzen Sachen. Und jetzt verstehe ich die Situation, in der ich bin, einfach sehr viel besser und kann mich viel, viel mehr explizit auf Football konzentrieren. Deshalb, der Reis geht mir jetzt nicht so sehr, sondern ich bin mehr ready, einfach jetzt in diesem dritten Jahr zu zeigen, okay, ich gehöre in dieses Team, oder ich habe mir eine Vertragsverlängerung verdient, wie auch immer das dann zustande kommen wird. Aber ja, ich bin selbstbewusst, ich bin positiv gestimmt und ja. Und wir werden alle mitverfolgen, auch an dieser Stelle im Football O'Clock Podcast, wie die Reise sich denn weiterentwickelt. Und zu dieser Reise passend auch eine Frage von Coach M. Der möchte von dir wissen, kennt Coach Gannon deine Vergangenheit als QB? Und falls ja, wie stehen die Chancen, dich auch als hybriden Tightend so in die Richtung Taysom Hill zu sehen? Ich glaube, die Chancen dazu stehen sehr gering. Es kann gut sein, dass er das weiß. Ich glaube zwar nicht, dass er sehr viele Vienna Vikings-Spiele von mir geschaut hat, aber es kann gut sein, dass er das weiß. Zumindest von der Receiver-Vergangenheit wird er wahrscheinlich wissen. Aber ich glaube, Taysom Hill ist nochmal ein ganz anderer Spieler als ich, der eher mehr Mischung Running Back Quarterback ist. Was ich mir vorstellen könnte in der Zukunft. Aber da wird natürlich dazu gehören, dass ich ein stetiger Bestandteil der Offense bin, also Starting Tight oder erster Backup, dass ich den einen oder anderen Fake raushaue.
Aber also für ein Trickplay vielleicht sowas, aber sicher nicht so wie Taysom Hill. Die letzte Frage, bevor es dann, wie schon angesprochen, für dich und auch mich in eine kurze Podcast-Pause hier an dieser Stelle geht, stammt, wenig überraschend, von mir selbst. Etwas, das ich mir immer schon gefragt habe bei diesem ultraharten, extrem intensiven Sport. Das nächste Mal, wenn es Football gibt in deinem Leben, dann tatsächlich auch Padded Practices. Die Pads gehen rauf und es wird auch mit Kontakt trainiert. Wie bereitet man sich darauf vor, dass die besten Athleten, die es auf diesem Planeten gibt, mit vollem Speed ineinander krachen werden? Gibt es da ein Rezept dafür, wie du dich auf Kontakt vorbereitest oder lässt du das einfach passieren? Ja doch, ich stehe 10 Minuten pro Tag an der Wand und hau meinen Kopf rein. Nein, nein, Spaß. Also, ob ich meinen Kopf trainieren könnte auf den Kontakt, wahrscheinlich nicht. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass es diese Zeit gibt, wo kein Kontakt ist, weil natürlich der Kontakt nochmal extra an deinem Körper zerrt. Deshalb, man versucht natürlich immer ein bisschen mehr in die Richtung zu gehen. Also jetzt hatten wir auch schon die Helme auf und da gab es dann auch schon den einen oder anderen Kontakt. Aber hauptsächlich ist das ja nur eine Umstellung mental, weil im Endeffekt machst du genau dasselbe. Es ist halt dann einfach Kontakt da. Aber das Wichtige ist, dass man dann eben die Technik nicht vergisst und trotzdem noch eben Sound Football spielt, obwohl Kontakt ist. Aber ja, eigentlich freut man sich immer nur drauf auf dieses erste Training mit dem Helm und mit dem Schulterschutz. Und ist auch ganz cool, weil dann sieht man auch, okay, der spielt so und der spielt so. Weil es gibt, auch in der Defense gibt es Leute, die jetzt nicht so Bock drauf haben und denen das beim 10. Mal dann vielleicht ein bisschen am Nerv geht, dass man da immer Vollgas reingeht. Also da trennt sich dann auch ein bisschen die Spreu von den Weizen und das ist auch immer ganz interessant zu sehen. Kann ja gar nicht sagen, wie sehr mich darauf freue, mit dir über all diese Nuancen auch im Footballspiel sprechen zu dürfen. Wir werden das eine komplette Regular Season lange machen, so es das intensive Training Camp zulässt, natürlich auch dort mit regelmäßigen Updates. Aber erst einmal gilt es, dich in einen kurzen Heimaturlaub zu entlassen. Wünsche dir dabei alles, alles Gute und denke, wir können sehr positiv bilanzieren. 4 großartige Folgen, die bisher erschienen sind. Sollte das eure erste gewesen sein, hört doch unbedingt auch die anderen 3 an. Football-Expertisen satt von und mit Bernhard Zajkowicz. Wir haben einen Haupt- und Namenssponsor mit Win Today. Ich glaube, dass das eine schöne Bilanz ist nach den ersten paar Malen, die wir miteinander zu tun haben durften und freue mich auf alles, was kommen wird. Danke dir, Bernhard. Richtig cool, danke dir auch. Football. He's at the 30, he's at the 20, he won't give it up. Oh, he's got the first time. 2 seconds on the clock. Football. Oh, long.